So, jetzt bin ich wieder da. Wir holen uns hier jetzt einfach mal ein paar Wegschrannen. Ich glaube, hier, glaube ich, war einer. Und die anderen weiß ich jetzt nicht, wo es genau waren. Aber wir reiten jetzt einfach mal in diese generelle Richtung. Oder sollen wir probieren, zu Vampiren zu werden? Nur da weiß ich nicht genau, welchem Gebiet das war. Müsste ich nachher kurz einmal nachschauen. Aber es wäre auch eine Möglichkeit, theoretisch. Als erstes reiten wir mal ein bisschen hier herum. Schauen uns diese wunderschöne Landschaft zusammen an. Und ja. Die Ziele haben wir noch nicht ganz erreicht. Ah, wir können nochmal Attributspunkte upgraden. Geben wir nochmal Ausdauer dazu. Das braucht man nichts und braucht man auch nichts. Schwerrüstung haben wir zwar großteils an, aber müssen wir auch nichts wirklich was großartig machen. Da oben, glaube ich, kann ja auch irgendwo ein Drache landen. Damit geht es nicht wirklich um die Drachen, sondern einfach um Orte erkunden. Also, da oben haben wir einen Übungsplatz. Folgen wir einfach den paar Leuten da mal. Ich weiß eh nicht, was man hier machen kann. Oder warte, ich schau kurz nach, wo wir zum Vampir werden können. Ich habe jetzt Bock drauf, Vampir zu werden. Vampire. Rift, also hier oben. Oder... Rift, Schnittermark und Bankor. Da haben wir Schnittermark. Ja, reisen wir da mal zum Verlies. So. Da müssen wir Blutunholde einfach nur mal finden und... Wenn wir Blutunholde haben, können wir zum Vampir werden. Das ist ein Ausgang hier. Kommen wir jetzt ernsthaft nach Elysia zurück. Ich wollte genau das verhindern an sich. Dann... Ja. Dann rasen wir einfach schnell mal zu unserem Ort, den wir angezeigt haben. Gehen zum Wegschrein und von dort aus bewegen wir uns nachher herum. Ach, da haben wir eh schon einen Wegschrein auf der Karte. Und wir sind gestorben. Beleben uns hier wieder. Weil sonst sind wir wieder am Weg schon am Arsch der Welt. Und so können wir wenigstens unsere Seelensteine verbrauchen. Gehen wir hierher, dann können wir vielleicht nach Elysia raufretten. Ich hoffe zumindest mal, dass wir einfach hochraten können nach Elysia. Und nicht, dass wir irgendeine besondere Quest machen müssen, damit wir reinkommen. Sonst haben wir eh noch zwei andere Gebiete, wo wir es austesten können. Aber ja, es wäre schön, wenn wir jetzt einfach so eine kommen.
Upsis, ich will da hoch. Ja, ich kann da kurz einfach durch Stromfeste durchreißen. Zwar ist wo. Hier haben wir ja den letzten ersten Stream beendet gehabt, wenn ich mich dir. Weil wir sind ja hier im nördlichen Teil gespawnt, ja. Grüße, Wanderer. Habt ihr einen Augenblick Zeit für ein Gespräch? So. Und jetzt ja einfach rechts hoch. Nur ich weiß jetzt halt wirklich nicht, ob wir darauf kommen. In das Gebiet, in das ich eigentlich will. Das sehen wir ja eh gleich. Schnittermark, perfekt. Hoffen wir nur, dass wir überleben. Weil wir müssen ein paar Angriffe ja von den Blutunholden einstecken können. Damit sie uns anstecken können. Und der Typ bei ist jetzt auch sicher verwirrt. Warum rennt der ein Level 15er herum? Ich meine Level 14er. So. Jetzt die Frage ist, sind die Blutunholde nachher nur nachts unterwegs oder auch tagsüber? Aber wie es aussieht, ja, wie es aussieht, wird eh alles halbwegs skaliert auf uns. Aber wir reisen jetzt nur schnell in die Stadt, zerlegen wieder Ausrüstungen und alles, was wir im halt in der Tasche haben. Und da drüben haben wir doch eine Stadt, oder? Na, nur Gildenhändler. Da hätten wir eine Stadt und da hätten wir eine Stadt. Da haben wir auch eine Stadt. Haben die die Sachen, die wir brauchen? Schmiedestelle, Schneidertisch, Schreinerbank, ja. Darunter reißen wir also. Die ist gut. Zerstören wir ein D drauf fetzen, dann heben wir die Dietriche auf. Oh, ich will den Schrein, also da vorne den Stein des Lehrlings. Aber ich weiß zwar nicht, was er uns bringt, aber wenn er uns Erfahrung dafür sorgt, dass wir schnell Erfahrung oder so bekommen. Das wäre geil. Und Lehrling hört sich doch irgendwie an, als würden wir dadurch mehr lernen. Ah, Magiekraft. Na danke. Das brauchen wir ja überhaupt nicht. Das ist das, was wir am wenigsten brauchen. So, haben wir ein neues Buch entdeckt für die Magiergilde. Müssen wir nur noch da hochrennen. Den Wegschrein freischalten, der da drin ist. Ist da irgendein Weg, wie man da reinkommt auch? Ah, da ist eine Treppe. Natürlich rennen wir genau so herum, dass man nicht dahin kommt, so schnell.
Und wir wollen daher. Also auf der linken Seite hin. Warum sind da so viele dätrische Bestien? Warum sind solche High-Level-Bestien vor allem da? Und warum sind sie so einfach zu besiegen, obwohl sie High-Level sind an sich? Viele Fragen. So, Rolli verarbeiten wir auch noch ein bisschen. Und hier nochmal Schmiedesachen auseinandernehmen. So, und alles ohne Bankgegenstände. Der war so, was wir ihn behalten wollen an sich. Auch noch mal her, ohne Bankgegenstände. Und dasselbe auch noch mal beim Schmieden. Ohne Bankgegenstände und wir zerlegen alles. So haben wir jetzt schöne Level-Ups bekommen. In unsere Schmiedeskills und alles. Reden ist mal, fällt mir auch schon richtig schwer. Da müssen wir jetzt einfach nur schnell rausraten. Massenweise Set-Dinger. So. Bei Kaiserstadt haben wir noch Sachen bekommen. Und Dominion haben wir Sachen bekommen. Ja. Unser Teddybär hat bald ein Level Up. Die Reisenden sind ja. Lasst ihre Leichen als Lektion liegen. Keine Feinde. Ah, Werwölfe. Genau, die ich nicht haben will. Ah, der verschlingt jetzt mal die Körper. Damit da haben wir einen Troll. Kann es sein, dass wir nur so stark sind, weil wir dätrischen Schaden machen mit unserem Bogen?
Weil wir noch immer die Waffe des Propheten nutzen. Haben wir den Propheten überhaupt schon getroffen in dem Spiel? Nein, ich glaube nicht. Fett und Ahornschild. Oh, das ist ganz klar vom Level Up. Ja, wir können uns den Wächter verändern. Endlich. So. Er wird sofort wieder erweckt. Einmal pro Minute erscheint der Küsse erneut. Und... ...5000 Schaden. Physisch. Holen wir uns... Ich hab eher den ewigen Wächter. Ich hab, wenn er die ganze Zeit anwesend ist, ist es nützlicher, als wenn er immer wieder nicht da ist. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich meine. Rang 21 beim Tigergefährten, perfekt. Unser Teddybär sieht einfach so cool aus mit den leuchtenden Augen. Wir könnten auch schauen, dass wir bei den Assassinen, bei der Assassinen-Gilde reinkommen. Weil das könnten wir, glaube ich, auch relativ gut abräumen. Ah, da hinten ist der Anker. Den will ich jetzt einfach zumindest mal als Ort. Also, das Dolmen will ich einfach mal freischalten. Damit wir nachher immer wissen, wo die sich befinden. Da beim Buch der Magiergilde. Wenn wir jetzt auch noch teilnehmen können, schließen wir es auch noch ab. Bekommen wir gute Ausrüstung. Stellen wir das Ankerschloss.
Viele Dremora dienen Dagon, aber diese dienen mir. Fähigkeit zur Sperren ersetzen. Wo ein Data herrscht. Meine Untertanen haben mich enttäuscht. Sie verdienen es, vernichtet zu werden. Oh, wir haben endlich Stufe 5 der freigeschaltet. Weg. Das ist einfach, indem wir einen Bollman gemacht haben. Stärkerer Bogen des Propheten. Ja. Sofort.